Ja, ich will ehrlich sein und sagen, ich habe wenig Lust in dieser Rolle als EU-Kandidatin und symbolische Hoffnungsträgerin hier zu sein. Veränderung ist dringend notwendig. Jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Menschenrechte werden ausgehebelt und wir hatten das heißeste Jahr seit 120.000 Jahren. Die Veränderung der Umstände, die wir brauchen für soziale Gerechtigkeit und damit auch für ökologische Maßnahmen, wären eine Revolution. Aber eine Veränderung in der Größe, die wir brauchen, kommt nicht aus den Institutionen. In diesem Sinne erwarte ich wenig von den EU-Institutionen, die vom Lobbyismus zersetzt sind. Und nicht von der Parteipolitik, solange es nicht gleichzeitig auch Druck von der Straße gibt. Meine Freunde in Chile und Südafrika wissen, für eine Revolution muss man etwas anzünden. Die Realität ist, die AfD droht, unsere Demokratie anzuzünden. Sie sind die Brandstifter, die planen, unsere Nachbarn abzuschieben, Frauen- und Transrechte zu beschneiden. Im EU-Parlament sind Pestizidverordnung, Renaturierungsgesetz und so weiter alle wegen der rechtskonservativen Blockade gescheitert. Ich soll heute über Klimagerechtigkeit reden und wir haben da viele sinnvolle und vor allem sozial gerechte Ideen. Und natürlich kann ich erzählen, dass wir Energiekonzerne vergesellschaften und in Bürgerhand bringen wollen und viele andere Ideen auflisten. Aber wir haben absehbar gar keine Mehrheiten, um das durchzusetzen. Und deswegen kann ich nicht rumlaufen und Menschen erzählen, dass diese Ideen im EU-Parlament wahr werden. Ich finde, man muss realistisch sein. In dieser Europawahl geht es nicht in 6 Wochen darum, unsere Policies durchzusetzen. Die Klimakrise ist da und der Faschismus steht vor der Tür. Es geht darum, den Rechtsruck aufzuhalten, die Demokratie zu schützen. Ich will auch immer noch etwas anzünden. Das, was wir gesellschaftlich anzünden müssen, ist die Flamme des antifaschistischen Widerstands. Wir können schweigende Mehrheiten überzeugen, zumindest zu dieser Wahl zu gehen. Aber wir müssen den Leuten auch ehrlich sagen, dass sie sich langfristig politisch engagieren müssen. Damit soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit möglich werden, müssen mehr Menschen aktiv werden. Daran wollen wir mit unserem Team in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mitwirken. Denn nur dann gibt es echte Hoffnung.